Ich habe mich dann nur entschieden, ganz direkt vorm Spiel, vorm Rausgehen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es nach dem Spielberichtsbogen sein kann, dass es eine Dreierkette wird. Es wurde dann auch eigentlich im Spielaufbau eine Dreierkette, also so ganz falsch lagen wir nicht. Ich wollte nur noch mal einmal, wir haben nur noch mal die Beispiele durchgesagt, dass wir zweite Halbzeit gegen Dortmund, als die umgestellt haben auf Dreierkette, auch zu fünf verteidigt haben, dass wir in der ersten Halbzeit gegen Köln umgestellt haben im Verteidigungsverhalten und Kingsley Coman auf der einen Seite ein bisschen tiefer haben verteidigen lassen. Das war die Information. Ich hatte dann im Spiel und nach dem Spiel das Gefühl, dass es, das ist eigentlich untypisch, so kurz vorm Rausgehen so eine Sachinformation zu geben. Eigentlich ist es eher so, dass wir wollen, dass okay, alle einmal alles vergessen und ins Machen kommen. Aber wir wollten diese Information unbedingt geben. Das war jetzt auch, das hat dann bei mir erstmal so zum Gefühl geführt, ob uns jetzt Emotionalität dadurch verloren gegangen ist, ob irgendwie eine andere Ansprache die bessere gewesen wäre. Was wollte ich eigentlich damit sagen? Frankfurt hat dann in der Viererkette gespielt und mit zwei Sechsern, was sie bis dahin noch nie getan haben. Damit müssen wir leben. Also ich kenne das auch, dass aus der Rolle des Underdogs natürlich Mannschaften versuchen, sich bestmöglich an unsere Systematik anzupassen. Deshalb macht es auch schwierig, immer nur das Gleiche zu machen. Die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, wo man immer nur das Gleiche macht und das dann reicht. In gewissen Abläufen ja, aber im Spielaufbau kann es schon und im Verteidigungsverhalten kann es schon Sinn machen, Dinge anzupassen, um schnelleren Zugriff zu geben. Und diese Flexibilität brauchen wir auf jeden Fall. Aber nochmal, wenn Sie 9 Tage Zeit haben, auch als Trainer mit einer Mannschaft sich vorzubereiten und das ist das Ergebnis und wir spielen so, wie wir spielen, dann sitze ich da mit dem Boot. Das ist ja kein Thema.